Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von White Knight. Wie ihr seht, stehe ich hier in dem Schlafzimmer, bewaffnet mit einer Lampe. Und auf dem Bett saß gerade noch ein Geist, den ich jetzt leider nicht mehr sehe. Ja, schauen wir mal, was es hier weiter gibt. Zum Glück habe ich mein Streichholz noch. Die Leiche war... Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Ich habe die vorhin in der letzten Folge gar nicht gesehen. Dieser Leiche waren Dings Bücher dargeboten. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich das Licht hinmachen muss. Und zwar auf die Tür. Da, wo der Schrank steht, damit ich den Schrank wegschieben kann. Ups. Laufen wir schnell in das Licht. Oh, jetzt können wir den Schrank nämlich wegschieben. Das ging nämlich letztes Mal nicht. Weil ich ja den Streichholz in der Hand hatte. Ich wünschte mir, ich hätte schon einen Speicherpunkt gehabt. Da sind jetzt die Symbole von... Ah, okay. Ich müsste jetzt theoretisch wieder in den Flur herauskommen. Sind diese Symbole von... Also diese, sag schnell. Noten. So, jetzt hab ich's. Mach doch mal auf. Ja. Mist. Verschlossen. Dieses Zimmer wollte mich nicht freigeben. Okay. Ah, da sitzt eine Kordel. Die konnte ich letztes Mal auch nicht betätigen, weil ich ein Streichholz in der Hand hatte. Halt. So. Da hinten habe ich einen Schatten gesehen, einen Schemen. Gucken, ob ich den Geist jetzt erwische. Nein. So, die Tür ist auch verschlossen da hinten. Zumindest kann ich jetzt den Tisch beleuchten und mich dort ein wenig mal umsehen. Ich weiß nicht, hatte ich da auch noch eine Aktion? Ach, die Kiste. Ja, genau. So, dann rennen wir mal schnell zur Kiste hin. Ich möchte nämlich ganz gerne Streichhölzer sparen. So, und jetzt können wir die Kiste nämlich aufmachen. Da wird wahrscheinlich kein Schlüssel drin sein. Oder so. Ja, da schau her. Na komm schon. Schlüssel. Wenn man das Spielprinzip so ein bisschen verstanden hat, dann findet man sich auch einigermaßen zurecht. Warum ist das Licht aus? Mistspiel. Was haben wir denn hier sonst noch? Da liegt noch ein Tagebuch. Bücher befassen sich mit moderner Entwicklung der Mode. Ja, das kennen wir alle schon. Ein Totenschädel, immer wieder schön. Wird jetzt das Licht ausgemacht. Mistvieh. Okay, raus hier. Auf zum nächsten Geist. Schalter ließ sich nicht benutzen. Okay. Rechts sehe ich so Schemen. Was haben wir denn hier? Etwas in der Mitte des Zimmers rief mich zu sich. Ja. Ich hoffe, etwas Gutes. Musik spielte eine wichtige Rolle im Leben der Vespers. Okay. Alter, was ist denn hier los? Lichtkugeln. Alles wieder eine verbarrikadierte Tür. Verloren so eine Last. Familienschutzträgern. Wir speichern. Ein Streichholz, aber wir speichern. Das war mir jetzt ein Pläsier. Hier vorne liegen Streichhölzer. Sehr schön. Ganz unten links in der Ecke kann man die sehen. So.
Celina, da hinten ist sie. Kommen wir raus? Passiert. Oh oh. Nee, ne? Oh nee. Wow. What was she trying to do when she jumped? To put an end to a dream she seemed sentenced to live again and again? To give me proof she needed me? Just like her, I wanted to escape. But I wanted to escape with her. And in one piece. Suicide, Selbstmord. Nie gut. Was haben wir denn in den Nachrichten? Kleid am Rande der Leere. Ich weiß jetzt nicht, ob die beim letzten Mal nicht... Doch, eigentlich übernimmt er das. Gut, hatten wir nicht gefunden. Celina hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihr Peil war endlos, selbst der Tod wies sie ab. Dieser Selbstmord offenbarte etwas, was in ihrem Leben gefehlt hatte, doch in Scheitern lag Hoffnung. Ich muss herausfinden, was sie retten konnte. Da liegt noch ein Brief. Liebe Celina, ich möchte dir noch einmal für die Spieldose danken. Ich habe einen schönen Platz im Wohnzimmer für sie gefunden. Ihre süße kleine Melodie hat sich in mein Hirn gebrannt, damit ich sie auch in meinen Träumen hören kann. Und für jemanden, der nicht viel schläft, ist deine nächtliche Besuche ein Segen. Du bist der Talisman, der mich von den Albträumen schützt. Du hast gesagt, die Serenade für ein Mondmädchen, die ich für dich geschrieben habe, hätte dich gerettet. Ich kann auch immer nicht glauben, dass du dir das Leben nehmen wolltest. Wenn meine Kunst, dieselbe Kunst, die ich für belanglos gehalten hatte, derlei Wirkung auf dich hat, dann schreibe ich weiter, um dein Leben lebenswert zu machen. Ich habe die Notenblätter in die Spieldose gelegt. Sie können unsere Stimme bei Nachtanbruch zusammen singen. Ah, okay. Da hängt etwas vor. Vespers Tagebuch 11. Meine Finger tun weh. Ich trainiere jetzt Ausgeber Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninow bis zum Abwinken. Das dritte Klavierkonzert schüttel ich bereits aus den Ärmeln. Mutter hat mich jahrelang damit gequält. Jetzt spiele ich es fast schon automatisch. Mit jeder gedrückten Taste ramme ich ihr ein Messer in den Bauch. Wenn die Technik mich langweilt, improvisiere ich einfach und jedes Mal fliegt mir dabei der Jazz entgegen. Ich spiele für eine imaginäre Geliebte eine Frau, die vom Himmel kommt. Meine Finger schwirren über die Tastatur wie Glühwürmchen, die sich vom Tag zur Nacht bewegen. Ich weiß, dass Luna mir gehört, denn sie hört alles. Ich habe bemerkt, dass sie auf Variationen in meinem Spiel reagiert. Die Leuchten verändert sich im Rhythmus meiner Finger. Es ist wie ein Tanz. Oh. Sie war anscheinend erfolgreich und tourte durch Kalifornien. Still a Smoke and Mirror Jazz, ja. Was haben wir denn hier? Alignments of Planets. Buch Ausrichtung auf Planeten war jetzt kürzlich gelesen worden. Ja, Selina war 36 durch 15 Städte Kaliforniens getourt. Wir hatten ja gerade gesehen, dass über dem Klavier so ein paar Planeten aufgehängt sind, ne? Mal schauen, ob wir da was anstellen müssen. Da kann ich aus dem Fenster schauen. Draußen war die Statue Ewigkeit lange drauf, sie zu verzehren. Poster fasziniert schon in Los Angeles von vor 3 Jahren, okay. Das hatten wir, glaube ich. Oh, da sind Fotos. Eine Kamera zumindest. Komme ich da dran? Von der Seite. Oh. Das ist seltsam. Ich habe dich schon immer gefürchtet, deine Finger auf den Tasten wie Spinnen. Da ist wieder dieses seltsame Bild. Und langsam fügt sich das Puzzle zusammen, auch wenn ich es noch nicht selber zusammenfügen kann. Da jetzt kommt noch
Das mit der Lupe ist immer so ein bisschen verwirrend. Bücher stammen von überall auf der Welt, okay. Es ist immer ein bisschen doof, dass die Kerze immer wieder ausgeht. Ich will doch einfach nur ein bisschen Licht haben. Die Frage ist, da müssen wir hin. Ich folge eigentlich immer nur der Selina. Da ist sie schon wieder. Norwegen von Sylvia Sedgwick. Ja, Stillmorgen, bla bla bla. Sing sing. Also Gedicht bzw. ein Lied. Da ist sie gerade aufgetaucht. Da ist sie. Selina suchte nach Frieden. Ich muss ihr helfen und ihr Qualen beenden. Ja, sie stürzt natürlich. Zumindest ist hier ein bisschen Licht. Okay, was haben wir hier? Oh, Holzscheit. Da liegt auch einer. Das Holz würde mir Licht und Wärme spenden, sobald ich die Feuerstelle gefunden habe. Okay. Das Tagebuch hatten wir gerade. Und sie durchlebt jetzt immer wieder hier den Todessprung. Nackte Venus saß unter den Sternen als ein Symbol der Weiblichkeit. Was haben wir hier hinten? Gar nichts. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. War denn hier in dem Raum? Oh, Notenblätter. Komm schon. Opfernotiz. Nix Notenblätter. Nummer 3. Miss Adams. Mr. Auerbach will sie nächsten Freitag um 20 Uhr in seinem Haus in Blake Lake empfangen, 36 Fairmont Street. Wie ich Ihnen schon bei unserem ersten Treffen mitgeteilt habe, ist er ein wichtiger Mann. Seine Momente der Entspannung sind ihm ebenso wichtig wie seine Geschäftstreffen und es liegt in meiner Verantwortung, dass alles gut verläuft. Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass die Wertschätzung eines solchen Mannes in diesen schweren Zeiten viel für Sie verändern könnte. Wir erwarten, dass Sie tadellos sauber und vollständig unsere Unterhaltung vorschrieben sind. Sie werden tun, was auch immer er von Ihnen verlangt. Natürlich erwarten wir Ihre Pünktlichkeit. Kenneth Lynch, August L. Auerbachs persönlicher Assistent. Okay. Was haben wir hier für schöne Sachen? Afrikanische Maske, anscheinend war jemand Vespers weit gereist und hier ist der Kamin. Feuer konnte ein Vermittler sein, aber ich brauchte Holz. Ja, hast du doch. Ich brauchte mehr Holz. Ja, haben wir doch. So, kannst du zweimal machen. Fast geschafft. Fehlte nur ein Streichholz. Ja, mach doch an. Du hast es doch in der Hand. Wow, schön. Ah, Kamin, was das Schönes. Vor allem spielt jetzt gerade die Musik. Heimlich, heimlich, heimlich. Ich dachte, da wäre irgendwie sowas wie ein... wie ein Tresor oder sowas. Nun gut, was können wir hier machen? Also hier im Fort, da sieht man es jetzt. Diese, wie nennt sich das? Mobile, ne? Was haben wir denn hier? Stapel von Büchern über das Komponieren von Klaviermusik. Afrikanische Skulptur erinnert mich an einen Gott des Krieges. Okay, wenn wir bis da hinten gehen, dann fängt das auf jeden Fall wieder an zu pulsieren. Ich mach mal ein Streichholz an, ich will nochmal in die Ecke da hinten. Oh. Es war also die Erde, seltsamerweise mitten im Zentrum des Sonnensystems. Jups. Also ich kann diese Kugel jetzt nur drehen. Wow. Schön, wenn das reicht.
War das hier gewesen? Ja, ne? Ja. Zwei Schalter. Ich hatte eine Vision. Ich sah das Symbol der Maya für die Sonne. Okay. Damit kann ich diesen Kreis bewegen. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie, ne? Ich probiere einfach mal ein bisschen. Muss ich die vielleicht alle in eine Linie bringen? Gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, die heißt Schlafwandeln. Keine Ahnung. Bin ein bisschen irritiert, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Warte mal. Was kann ich denn hier? Man konnte den Globus öffnen, doch etwas blockierte ihn. Okay, der Globus hängt hier an dem Mobile dran. Jetzt macht er das aus, so ein Mist. Nochmal. Ich drehe mal einfach nach vorne zur Feuerstelle. Ja, jetzt hängt er da nämlich im Licht. Jetzt kann ich da nämlich so dran. Ein Mechanismus hinderte mich daran, an den Inhalt des Mondes zu gelangen. Kratz, kratz, wie man es gehört hat. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Mal vorne im Licht hängen. Und passiert jetzt was? Nö. Na gut, dann werde ich dann noch ein bisschen drüber rätseln. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ich mache mal Folgendes. Ich flitze nochmal hinten in der Ecke, auch wenn wir jetzt einen Streich uns verschwendet haben. Dann speichere ich ab. Dann sehen wir, was passiert. So. Vielen Dank fürs Zuschauen hierhin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von White Knight. Bis dann. Ciao.